bin ehrgeizig, zielstrebig und sportlich, denke ich. Man braucht einen guten Kopf, man braucht schnelle Beine, man braucht einen schnellen Arm, man muss taktisch gut spielen und man kann einfach mit dem kleinen Ball so viel anstellen. Und ich denke, das hat mich von Anfang an fasziniert und deshalb macht mir der Sport auch so viel Spaß. Vor dem Wettkampf gucke ich mir oft nochmal den Gegner an auf Video, versuche einfach taktische Mittel gegen ihn zu finden. Dann höre ich Musik, die macht mich immer locker vorm Spiel. Gerne unter die Top 20 in der Weltrangliste kommen. Bin im Moment unter den Top 30 mit der 29 und ja, da soll es auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen. Ja, ich sehe den Patrick in ein paar Jahren hoffentlich sehr, sehr weit oben. Aber bis dahin hat er noch viel Arbeit vor sich. Aber er ist bereit dazu, er kann sich quälen im Training und das ist schon mal auf jeden Fall sehr wichtig. Er wird mich mit Sicherheit irgendwann besiegen, früher oder später, hoffentlich ein bisschen später, aber er ist schon relativ nah dran. Ein sehr bodenständiger Typ, total lustig, offen, man kann sehr viel mit ihm lachen und ja, es wird nie langweilig mit ihm und es macht immer Spaß und die Zeit vergeht verdammt schnell mit ihm. Mir war es schon immer wichtig, dass ich auch noch Kontakt habe zu meinen Freunden von der Schule zu Hause, aus meinem Umfeld, die nicht unbedingt was mit Tischtennis zu tun haben. Es tut mir einfach gut, auch mal ein bisschen Abstand vom Tischtennis zu haben, aber leider bleibt dafür eben nicht so viel Zeit.